Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich Ihnen ein neues Hotel in unserer Stadt vorstellen. Nämlich nördlich der Münchner Freiheit gibt es dieses Hotel hier, was Sie hinter mir sehen, das Anders. Was mich da besonders reizt, ist ganz oben die Bar. Da müssen wir unbedingt mal reingucken. Auch soll es hier einen dollen Spa-Bereich geben und vieles mehr. Und das lassen wir uns jetzt gleich mal von dem Hoteldirektor alles genau erklären. Matthias Georgiou, Sie sind jetzt hier der Mann, der für dieses neue, riesige Hotel die Verantwortung trägt. Wie fühlt es sich an? Gut, spannend. Ja, heute ist tatsächlich Tag 1. Ja. Und wir haben sehr, sehr lange darauf hingearbeitet. Und es macht Spaß zu sehen, dass sich das endlich hier, dass das Hotel zum Leben erweckt wird. Manche fragen sich ja, was bedeutet überhaupt Anders? Wofür steht das? Anders ist tatsächlich ein Begriff, der aus dem Indischen stammt, aus dem Hindi, und ist eine freie Übersetzung zu dem Satz, mein persönlicher Stil. Also Ihr Anders wäre dann anders als mein Anders. Und im Deutschen passt es natürlich auch mit dem Wortspiel ganz gut, mit dem Wort Anders, ja, was wir gerne auch nutzen. Und was würden Sie sagen, ist jetzt von Ihrem Hotel so der USP, das Besondere, was die anderen nicht haben? Das Besondere an dem Anders Hotel ist tatsächlich, dass wir die Destination, in der wir operieren, in dem Fall München, dass wir den Touch Münchens auch ins Haus holen. Ja, das sehen Sie hier beim Eingang schön mit dem Weiß-Blau der Video Art Installation, die Symbole für die bayerische Flagge unterstreichen sollen. Die grüne Wand hinten, die wir uns gleich anschauen werden, die den englischen Garten ins Haus holt. Mhm. Und natürlich auch die Raute, die sich durch das Hotel zieht, ob das der Steinfußboden ist oder oben. Jetzt wo Sie darauf hinweisen, tatsächlich überall die bayerische Raute. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Wie viele Leute haben Sie hier im Hotel? Wie viele Leute arbeiten? Mitarbeiter haben wir ca. 220 aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Aus Südamerika sehr viele, aus Asien, aus Deutschland natürlich auch. Und das ist auch ein USP der Marke Anders, dass wir ein multinationales Team haben. Ja, und wie akquiriert man diese Leute? Woher wussten die jetzt, dass es im März hier losgeht? Mhm. Da wir zu Hyatt Hotels and Resorts gehören, haben wir natürlich die notwendige Infrastruktur schon von Hause aus nutzen können. Mhm. Aber die Rekrutierung der Mitarbeiter hat sich tatsächlich etwas schwierig dargestellt, aufgrund der hohen Mieten in München. Ja. Also da kann man nicht mehr darauf warten, dass sich jemand bewirbt. Da muss man aktiv rausgehen und die Leute, die man braucht, akquirieren. Wenn man so ein neues Hotel entwirft, an was hatten Sie sich da orientiert? Was sind jetzt so die neuesten Trends, die Sie ja natürlich jetzt irgendwie in Ihrem Hotel wahrscheinlich vereinigt haben? Das haben wir in der Tat versucht. Der neueste Trend ist gar nicht mehr so neu, aber man geht tatsächlich von diesem steifen 5-Sterne-Service weg, wo der Generaldirektor in Anzug und Krawatte herumläuft. Ja. Und dass das ganze Umfeld einfach barrierefrei gestaltet wird. Dass man als Gast auch gerne mal hinter die Bar geht, mit dem Barkeeper seinen Cocktail mixt. Mhm. Dass man nicht mehr diese Abgrenzungen hat zwischen Gast und Mitarbeiter und Back of House oder Front of House, wie wir das damals nannten. Und was geben Sie Ihren Mitarbeitern mit, wie das Verhalten sein sollte im Idealfall? Vielleicht auch im Gegensatz zu dem, was man in so klassischen Hotels erlebt? Mhm. Authentizität ist ganz, ganz wichtig und wird bei uns sehr, sehr groß geschrieben, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, auf einer Bühne zu sein. Früher hat man immer gesagt, du stehst auf der Bühne und musst deine Rolle spielen. Aha. Und das möchten wir nicht mehr. Wir möchten schon, dass sich der Mitarbeiter auch frei fühlt, sich auf den Gast einlassen zu können. Ohne ein Skript, ohne dass man sich an bestimmte Fragen halten muss, ohne dass wir vorgeben, wann unser Mitarbeiter herzlich willkommen sagen soll oder wann er das Hotel, den Namen benutzen soll. Das ist wirklich dem Mitarbeiter dann in einem gewissen Rahmen auch selbst überlassen wird. Erkennen Sie jetzt, wenn da vorne ein Gast reinkommt, was für eine Kategorie Gast das ist? Kann man das heute
irgendwie erkennen am Auftreten des Gastes? Erkennen, dafür fände ich es noch etwas zu früh. Aber man kann gewisse Trends auch voraussehen. Und dadurch, dass das auch das 20. anders ist, was wir momentan operieren, kann man schon vorhersehen, dass es einen Gast einlädt, der schon viel gesehen hat, der schon viel um die Welt herumgekommen ist und sehr, sehr hohen Wert für gute Qualität und sehr guten Service legt. Haben Sie jetzt festgelegt, dass Sie ein 5-Sterne-Hotel sind? Oder muss man sich dann nicht auch erstmal beweisen, dass man es wirklich auch ist? Das muss man sicherlich erst beweisen. Und das muss man natürlich auch den Münchnern auch überlassen, dass die einen in dieser 5-Sterne-Kategorie auch ansiedeln. Ja. Aber das kommt nicht automatisch und das kommt auch mit keiner Klassifizierung, muss man hart für arbeiten. Ja. Manche fragen sich ja, wie viele 5-Sterne-Hotels verträgt unsere Stadt eigentlich? Da werden Sie ja wahrscheinlich auch erstmal in Research gegangen sein und geguckt Richtig, haben. Ja. Was glauben Sie, wie viel Luft nach oben ist da noch in München? Die Frage ist mir tatsächlich auch sehr oft schon gestellt worden. Ja. Und ich glaube, dass eine Stadt wie München, die sehr, sehr robust ist, auch was das Messegeschäft angeht, was die steigenden Touristenzahlen auch belegen und beweisen, dass da noch etwas Luft nach oben frei ist. Ja, denn es werden ja wahnsinnig viele Hotels gebaut. Natürlich jetzt nicht in der Klasse, die Sie hier repräsentieren. Nicht? Also da, aber man hat das Gefühl, es wird im Moment sehr viel getan in München. Richtig, ja. Also es tut sich einiges. Wobei ich denke, dass wir mit diesem Produkt, mit einem luxuriösen Lifestyle-Hotel, wie die Marke Anders die bietet, noch eine Lücke schließen konnten. Mhm. Weil ein Hotel dieser Form und dieser Größe gab es zumindest in Schwabing noch nicht. Ja. Ja, genau. Jetzt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Die Location Schwabing ist ja für 5-Sterne-Hotels was sehr ungewöhnlich. Es gibt eigentlich gar keins. Ne? Also warum haben Sie sich Schwabing ausgesucht? Ich meine, hier gab es natürlich eine tolle Baugrund, das ist klar. Ja, der Kameramann, der hat hinten auch Augen. Er kann das. Aber jetzt stolperst du gleich. Ich bin begeistert. Ja, also Schwabing haben Sie sich dann aber auch bewusst ausgesucht. Richtig, ja. Also die Location ist schon auch bei anderen Hotelbetreibern sehr beliebt. In unserer Nachbarschaft natürlich mit dem Pullman Hotel, dem Marriott und dem neuen Steigenberger, was dazu gekommen ist, schließen wir allerdings hier die Lücke zur Leopoldstraße und versuchen mit dem Projekt Schwabinger Tour auch so ein bisschen die unsichtbare Barriere für den Münchner, dass die Stadt an der Münchner Freiheit aufhört, etwas zu erweitern. Ja, und die tolle Anbindung an Olympiapark, Allianz Arena, Flughafen, das ist eigentlich optimal. Man hatte ja hier auch eine tolle Straßenbahnstation richtig. Hingebaut, ne? Schwabinger Tor. Schwabinger Tor, richtig. Ja, ja. Nee, das ist von der Anbindung her sicherlich nicht schlecht. Haben Sie so Kontakt zu Ihren Kollegen, die auch von den anderen Hotels? Trifft man sich da? Man trifft sich, ja. So oft hatte ich leider noch nicht die Gelegenheit, weil wir uns jetzt erstmal auf das Pre-Opening und das Opening fokussiert haben. Aber der Zusammenhalt ist sehr, sehr spürbar. Die Kollegen halten zueinander. Ich habe auch ganz viele Anrufe bekommen und Blumen gesendet bekommen. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und jetzt, nachdem sich der Stress hier etwas legt, freue ich mich auch darauf, die Kollegen mal einzuladen. Herr Giorgio, was haben Sie denn gemacht, bevor Sie hierher gekommen sind und jetzt dieses riesige Hotel übernommen haben? Ich bin tatsächlich vorher Generaldirektor im Park Hyatt in Dubai gewesen. Ich bin seit über 20 Jahren schon bei Hyatt Hotels and Resorts. Und habe so alt sehen Sie noch gar nicht aus. Danke. Ich glaube, das ist das Licht der Kamera. Aber ich habe tatsächlich mit Hyatt Hotels dann auch die Welt erleben dürfen. Ich war lange in Asien, im Park Hyatt in Tokio, unter anderem auch im Grand Hyatt in Hongkong. Damals mit meinen Kollegen das Park Hyatt in Moskau eröffnen dürfen. Hoffentlich wird in München nicht zu langweilig. Nee, das glaube ich nicht. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich auch schon sehr, sehr gut eingelebt. Und ich finde es auch schön, dass es keine Mega-City ist, keine Riesenmetropole mehr, sondern dass Gemütlichkeit und Überschaubarkeit hier auch eine ganz große Rolle spielen. Man fährt ins Zentrum und trifft immer mal wieder jemanden, den man kennt. Und es gibt einem schon das Gefühl, dann auch angekommen zu sein und zu Hause zu sein. Finde ich sehr schön. Ja, hier die grüne Wand, die hat ja auch eine Geschichte, so hat so eine Aussage. Ja? Richtig. Nah am Englischen Garten. Genau.
Hier haben sich die Designer wirklich auch überlegt, wie man die Brücke zum Englischen Garten bauen kann. Und das ist mit dieser live grünen Wand auch sehr, sehr gut gelungen. Aha, sehr schön. Wie ich finde, das muss natürlich jetzt auch ein bisschen wachsen. Und, ja. Und also hier ist jetzt, da hinten fällt auf, ist Graffiti, was man jetzt in Ihrem Hotel eigentlich eher mal nicht so erwartet. Richtig. Was hat es da eigentlich mit auf sich? Damit hat es auf sich, dass das Hotel an sich schon sehr, sehr durchgestylt worden ist und dass es bestimmte Wände gab, die noch offen standen. Ja. Und da haben wir uns mit den Bauträgern und den Bauherren zusammengesetzt und überlegt, was man hier machen kann, um so ein bisschen Edginess auch reinzubringen. Ja. Und da auf dieses Projekt bin ich sehr, sehr stolz auf mein Team auch, was sich nämlich mit straffälligen Jugendlichen zusammengesetzt hat, um den jungen Kids Anfang 20 eine Plattform auch zu bieten, um sich darzustellen und um denen so ein bisschen zu helfen, auch auf die richtige Bahn zu kommen. Mhm. Und so eine ähnliche Wand, die von drei Jugendlichen gesprüht worden ist, hier hat man zum Beispiel einen Feuerlöscher genommen, den leer gemacht und mit Farbe gefüllt. Mhm. Die waren da sehr, sehr kreativ und haben das auch sehr, sehr ernst genommen, was schön zu beobachten war. Und so haben wir auch vier unserer Undersuiten designt. Genau. Und dies ist jetzt, also es ist ja ganz interessant organisiert hier. Mhm. Das ist einer unserer USPs, die wir eben auch schon angesprochen haben, ja, dass es wirklich ein innovativer Meeting Space ist, wo man Menschen, die an einem Meeting, einer Konferenz, einer Tagung teilnehmen, Inspiration auch bietet. Mhm. Dass die auch so ein bisschen sinnesgemäß wachgekitzelt werden und abends nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass sie was Neues erlebt haben. Auch hier wunderschön mit dieser Events Kitchen. Das sind alles Küchen, ne? Also hier Richtig. Ist eine und da ist auch noch eine. Hier ist eine Bar, die kann ich Ihnen gerne zeigen, ja, wenn Sie mir einmal folgen. Bitte nach Ihnen. Vielen Dank. So, da noch rein, die Kamera, ja. Ah ja, und hier kann man dann noch sozusagen den Absacker trinken. Genau, ja? Hier kann man entweder den Absacker trinken oder zum schnellen Lunch in den Pausen der Meetings. Oder man kann sich hier mit seinem Laptop etwas zurückziehen und noch gegebenenfalls arbeiten, E-Mails abrufen. Aber das Ganze soll ein innovativer Space und Spielboden sein. Ja. Wie viele Betten haben Sie hier? Wir haben 277 Gästezimmer. 27. Und davon sind 43 Suiten. Mhm. In diversen Größen. Das fängt bei 40 Quadratmetern an und ist somit eines der größten Standardzimmerprodukte in München. Ja. Und geht dann mit dem Penthouse bis über 220 Quadratmeter weiter hoch. Ist der Preis fürs Penthouse veröffentlicht? Kann man den erfahren oder ist der im Moment noch? Den kann man noch nicht erfahren, weil das Penthouse auch noch nicht vermietbar ist. Das wird jetzt noch fertiggestellt und sollte in den nächsten Wochen dann auch verfügbar sein. Und dann kann man den Preis auch über das Internet, über die Seite erfahren. Was für eine Gästeprofil schauen Sie sich an? Also jetzt meine ich mal nicht nur das Deutsche, sondern das Internationale. Also man weiß ja, dass es viele Menschen aus der arabischen Welt hier gibt, aus der russischen Welt. Wo werden Sie da angesiedelt sein? Also der Mix macht es für uns aus. Wir möchten tatsächlich auch einen Mix bieten und auch Locals einladen, das Hotel zu erfahren, ob es in der Bar oder im Restaurant ist. Aber wenn es um Übernachtungen geht, dann sind es nach den deutschen Gästen die amerikanischen, englischen, französischen und italienischen Gäste. Ja, für den russischen Markt, für den arabischen Markt gibt es vereinzelt Reisen, die so ein Produkt mögen, aber die sind dann eher in klassischen Fünf-Sterne-Hotels angesiedelt. Mhm. Wie es ja einige auch in München gibt. Ja, ja. Was ich mich manchmal sowieso frage, ist, also manche Leute zahlen dann eben auch sehr viel für eine Hotelübernachtung, sind aber gar nicht so intensiv in dem Hotel, weil sie aufgrund ihrer Arbeitssituation eigentlich nur zum Schlafen kommen. Ne? Wie erklären Sie sich das? Schlaf ist tatsächlich unser Core-Business auch. Und ich bin froh, dass es viele Menschen gibt, die auch Wert darauf legen, wo sie schlafen und übernachten. Ja. Weil nicht nur die Sicherheit auch wichtig ist, sondern auch die Erfahrung. Ja, und wenn Sie in einem Hotel absteigen, dann erwarten Sie gewisse Sachen, die einfach funktionieren müssen. Ob das der Weckruf ist oder der Reinigungsservice oder die Qualität der Matratze, der Bettwäsche.
spielt ja einiges eine ganz große Rolle. Kopfkissen finde ich immer ganz wichtig. Haben Sie da persönliche Präferenzen? Weich, hart? Weich, ja, schön, ja, schön weich. Mhm. Aber ich frage, wie sieht jetzt so ein klassischer Tagesablauf für Sie aus? Mit was fangen Sie an morgens und wie geht das dann weiter? In der Regel fange ich mit einem Lauf durchs Hotel an. Also ich nutze auch gerne das Hotel-Gym dann morgens um 5:30, 6:00, um den Kopf frei zu bekommen. Und das verbinde ich dann mit einem Durchlauf der verschiedenen Bereiche. Ich finde das Hotel auch sehr, sehr schön morgens, wenn alle Gäste noch schlafen, wenn es schon in der Pastry unten nach Brot riecht und Gebäck und das langsam so zum Leben erweckt. Das hat so einen ganz eigenen Reiz auch. Und dann haben wir normalerweise morgens dann ein Meeting mit allen Abteilungsleitern, wo wir uns austauschen. Alles, was beginnt und endet bei uns, hat mit unseren Gästen zu tun. Mhm. Und das ist auch das, was dem Team am meisten Spaß macht. Und deswegen haben wir den Beruf auch gewählt. Ja, also ich bewundere Sie manchmal gerade, also was Betreuung von Gästen und so anbelangt, weil es gibt ja nicht nur einfache Gäste. Mhm. Es gibt ja Gäste, wo man auch nur, wenn man sozusagen an einem Tisch sitzt und dann manchmal hört, worüber sich Gäste so beschweren, ja, wo ich mir denke, der Hoteldirektor oder auch der Kellner hat schon eine große Ruhe, damit umzugehen. Haben Sie für sich da so eine Grenze, wo Sie sagen, also bis dahin kann der Gast mit mir gehen, aber dann muss auch mal Schluss sein? Wenn wir dann die Grenze ziehen, dann ist es, weil ein Gast persönliche Bemerkungen über unsere Mitarbeiter macht oder sich etwas zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat, was Serviceerwartungen auch angeht. Also es ist schon ein Geben und ein Nehmen. Und wenn ein Gast meine Mitarbeiter nicht mit Respekt behandelt, dann wird die Grenze auch ganz klar gezogen. Das geht nicht. Ja. Aber alles andere, das wird auch immer intensiver. Jeder möchte individuell sein. Jeder hat andere Wünsche, Erfahrungen, Erwartungen, Geschmäcker. Und das ist heutzutage auch eine ganz, ganz große Challenge, auch für uns Hoteliers geworden. Ja. Und man muss auch berücksichtigen, dass unsere Gäste heutzutage auch viel schöner wohnen, als wir es ihnen bieten können. Vor 20, 30 Jahren ist man in ein Hotel eingecheckt, hatte eine wunderschöne Suite, hat die Tür aufgemacht und hatte erstmal diesen Wow-Effekt. Ja, ja. Heutzutage ist der 65-Inch Plasma-Screen an jeder Hauswand zu finden. Damit kann man halt auch nicht mehr punkten. Ja, man muss das schon über die emotionale Schiene dann auch viel mit Herz und Seele aufarbeiten. Ja. Und Geduld, wie Sie schon gesagt haben. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Sagen Sie, so ein Hoteldirektor, der hat ja nun fast gar keine Freizeit, oder wie machen Sie das? Das stimmt allerdings. Ja. Also da müssen Sie eigentlich immer erreichbar sein, denn das ist ja so ein lebender Monolith und da kann ja immer was los sein. Ne? Ja, das ist in der Tat wirklich so, dass man erreichbar sein sollte, weil die Verantwortung ist natürlich auch sehr, sehr groß, wenn man Menschen beherbergt. Ja. Und denen einen Ort zum Schlafen anbietet, dann kann da natürlich auch viel passieren, wenn das Hotel voll ist, sind über 600 Gäste hier, plus Events, plus Restaurants, Bars, in der wir uns jetzt hier befinden. Mhm. Aber man muss seinem Team natürlich auch Verantwortung übertragen können. Ja. Und die gehen darin natürlich auch auf, wenn sie mir oder jedem anderen Hoteldirektor auch beweisen können, dass sie dem gewachsen sind. Und das macht Spaß, auch ja, zu fördern. Ja. Sie haben es angesprochen, wir sind bei Ihnen hier in der Bar. Mhm. Welches Stockwerk ist das hier? Das ist das 12. und 13. Stockwerk, ja. Die Munico Bar mit venezianischem Flair. Das ist eine Cicchetti und Wermut Bar. Cicchetti sind Tapas-ähnliche Sharing Plates aus dem venezianischen Raum. Aha. Noch eher unbekannt in Deutschland, obwohl München, nördlichste Stadt Italiens, ja, das sicherlich nicht lange dauern wird, bis das populär gemacht wird.
Nein, also Sie haben ja hier wirklich einen atemberaubenden 360-Grad-Blick. Gefällt es Ihnen? Ja, das muss einem gefallen. Und gerade auch wenn, jetzt haben wir natürlich Glück mit dem Wetter auch, ja, besonders. Absolut. Da ist das natürlich also besonders schick. Und dann kann man sich hier an diese Tische setzen und an die Bar. Richtig. Meinen Sie, dass man hier reservieren muss vorher? Das könnte passieren. Hoffe ich, ja, dass das passiert. Also die Bar gibt 180 Sitzplätze frei. Und das Wetter, wie Sie gesagt haben, ist wunderschön heute. Man kann bis über die Alpen hinwegschauen. Und auch eine andere Perspektive, die man sonst über München hat. Die Frauenkirche, aber auch das Olympiastadion, die Allianz Arena. Ja. Alles so Highlights, die man normalerweise nicht auf einmal sehen kann. Man bekommt hier wirklich alles von München mit, von hier oben. Werden Sie hier so eine Eröffnungsparty machen oder was sind die Pläne? Die hatten wir in der Tat schon. Ja, die hatten wir letzte Woche schon. Aber wir werden natürlich auch durch ganz, ganz viele Events diese Bar aktivieren. Das Dach oben, die 13. Etage, ist noch nicht zugänglich. Da ist noch Baustelle, das können wir uns gleich auch im Anschluss gerne anschauen. Aber wir wollen auch musikalisch jungen Münchner Talenten eine Bühne bieten. Mhm. Und von den Standard DJ-Veranstaltungen auch ein bisschen wegkommen. Es soll wirklich auch so ein schöner Mix entstehen für Locals, Münchner, internationale Gäste, jung, alt, bunt, ja, dass man sich hier trifft und gemeinsam diesen Ausblick auch bewundern kann. So diese Berührungsangst, sehen Sie die Gefahr, dass manche denken, oh, das ist so ein fancy Hotel, da traue ich mich jetzt erstmal gar nicht rein? Das wird sicherlich dauern, bis die Hemmschwelle komplett abgebaut worden ist. Aber die Restaurants, die wir haben, bieten auch alle Terrassenplätze. Mhm. Selbst das Café, was wir unten am Haupteingang haben, das Bicicletta, hat eine Terrasse für 25 Gäste. Mhm. Und wir glauben, dass es der Nachbarschaft auch dann nochmal Gelegenheit gibt, sich langsam heranzutasten. Ja, ja. Und mit dem Ausblick haben wir natürlich den Vorteil, dass den jeder mal genießen möchte und somit die Hemmschwelle schneller abgebaut werden kann auch. Wer den einmal genossen hat, diesen Ausblick, der möchte ihn wahrscheinlich öfter genießen. Denn das ist gerne. Hinten die Alpen kann man perfekt sehen. Ja? Also das ist schon toll. Sagen Sie, Sie sind jetzt schon seit einem Jahr jetzt hier in dem Hotel, obwohl noch gar nichts, ich sage mal in Anführungszeichen, los war. Richtig. Was macht man da ein Jahr lang? Das ist Usus bei uns, dass der Generaldirektor ein Jahr vor Opening an dem Standort ankommt, einfach um sich erstmal schlau zu machen, in Anführungszeichen, sich zu vernetzen, zu verstehen, wie Business in der jeweiligen Stadt dann auch gemacht wird. Mhm. Und München ist natürlich dann nochmal etwas spezieller als jede andere Stadt, in der ich bisher war, im positiven Sinne. Aber es dauert auch mindestens ein Jahr, um ein Hotel dieser Größe aufzusetzen, um das Personal zu finden, um Standards einzustellen. Und danach muss man natürlich auch noch viel nachjustieren, nicht alles, was wir uns am Anfang gedacht haben, konnte man eins zu eins umsetzen. Das ist ein Lernprozess, den wir mit meinem Team gemeinsam gehen. Wodurch hoffen Sie jetzt, dass das alles funktioniert, wenn jetzt also die Gäste kommen? Haben Sie da so Durchläufe gestartet oder wie macht man das? Durchläufe haben wir in der Tat gestartet mit ca. 150 Gästen pro Tag in einer Zeitspanne von 3 Wochen, die wir dann durch die Restaurants, Bars und das Spa durchlaufen lassen haben, um einfach zu erfahren, ob die Abläufe so, wie wir sie uns gedacht haben, auch dann funktionieren. So ein bisschen wie der Münchner Flughafen, die haben das genauso probiert. Richtig. Bevor der. Ja. Das sind sogenannte Trial Runs. Ja. Man lädt einen Gast in Anführungszeichen, und entwickelt ein Szenario vorweg, was demjenigen dann in die Hand gedrückt wird, bestimmte Fragen auftauchen, bestimmte Sachen getestet werden müssen und dann wird das Feedback gesammelt und gemeinsam mit dem Team ausgewertet. München ist ja bekanntermaßen eine sehr kulinarische Stadt. Was bieten Sie da jetzt an in Ihrem Hotel für kulinarische Genüsse? Wir haben unten im Lonely Broccoli, was wir uns eben angeschaut haben, das Modern Meat House. Ja. Mit sehr, sehr viel Respekt gegenüber Tieren, wo das ganze Tier anstatt nur Primary Cuts verwertet wird. Mhm. Und in Portionsgrößen, die auch jemandem Gelegenheit bieten, mal ein Ochsenherz oder ein Kalbshirn zu probieren, ohne dass man direkt
davon erschlagen wird. Ja. Aber man muss die Gäste dabei auch in die Hand nehmen und heranführen und denen zeigen, dass solche Sachen und nicht immer nur Steak auch sehr, sehr gut schmecken können. Mhm. Und hier oben mit der Cicchetti und Wermut Bar bieten wir italienische Eindrücke an. Unten im Bicicletta frische Bowls, Salate, Sandwiches, Coffee to go. Dann haben wir noch das Café M, was ein Deli-Style-Restaurant ist, wo man schnell und sehr, sehr gut essen kann. Dieser Begriff Slow Food, der nun auch in aller Munde ist, ist das etwas, was Sie auch aufgreifen, berücksichtigen bei sich? Richtig, ja. Das berücksichtigen wir, soweit es geht. Ist nicht immer einfach, aber das ist auch ein Trend, der nicht wieder verschwinden wird, sondern der wird sich durchsetzen und etablieren. Genauso wie organische Lebensmittel und Produkte aus der Region. Wir haben da ganz, ganz gute Produzenten auch gefunden. Und die Region bietet so viel. Es gibt noch so viele Menschen, die mit sehr, sehr viel Stolz und Herzblut Sachen produzieren. Und die möchten wir auch unterstützen und mit denen zusammenarbeiten. Was ich zum Beispiel hier nicht sehe, und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das nur noch nicht sehe oder ob es das tatsächlich hier nicht gibt, Strohhalme zum Beispiel. Richtig, ja, das haben Sie sehr gut beobachtet. Einwegplastik haben wir komplett aus dem Sortiment genommen. Es gibt keine Plastikstrohhalme, sondern ein Produkt aus Avocado-Kernen und Kartoffeln. Mhm. Ob das haltbar ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber die Tests waren ganz positiv. Es gibt keinen raffinierten Zucker, keinen Industriezucker. Mhm. Es gibt keine Slippers, die in Plastik eingehüllt worden sind, wo Sie auch dieses hässliche Geräusche haben, wenn Sie die auspacken im Hotelzimmer. Das sind alles Sachen und Details, die wir bewusst weggelassen haben. Wenn man so ein Hotel führt wie Sie jetzt hier, klar, das ist jetzt gerade mal fertig geworden. Aber was mich immer so erstaunt bei diesen großen Hotels ist, dass dann auch immer wieder umgebaut wird. Es wird immer wieder erneuert. Können Sie schon absehen, ab wann Sie hier wieder die Bauarbeiter reinlassen müssen und neue Strukturen aufbauen? Wir haben tatsächlich schon damit angefangen. Das ist ein Prozess, der ist, egal wo man auf der Welt operiert, immer gleich, weil bestimmte Sachen auf dem Papier anders aussehen als in Realität und sich dann auch nicht umsetzen lassen. Und deswegen ist es ein Prozess, der organisch immer wieder stattfinden wird. Und das ist wie, wenn man in eine Wohnung zieht, die am Anfang noch sehr steril aussieht. Dann stellt man das Regal mal ins Wohnzimmer, dann merkt man, dass es in der Küche besser passt. Und so ist es in einem Hotel auch. Und inwieweit hatten Sie jetzt persönlich auch die Möglichkeit einzugreifen, wie das Hotel gestylt ist? Mhm. Die Gefahr bei uns Hoteliers ist natürlich, dass wir denken, dass wir alles wissen und alles können, ob das Fashion oder Interior Design oder Automobile oder Lifestyle sind. Ja. Aber man muss solche Sachen wirklich den Experten auch überlassen. Mhm. Und da habe ich keinen Einfluss drauf genommen, sondern das ist den Interior Design Firmen und unserem Design Services Team überlassen worden. Wo geht denn jemand wie Sie in Urlaub hin? Was machen Sie? Urlaub ist eine ganz tolle Überlegung. Ich fliege tatsächlich, wenn es mein Stundenplan erlaubt, gerne nach Hause, nach Griechenland, wo ich ursprünglich herkomme, und ziehe mich da auf dem Land zurück für ein paar Tage, um meine Batterien wieder aufzufüllen. Aber das Umland hier bietet auch ganz, ganz tolle Retreats an, die nicht weit von hier entfernt sind, wie Sie besser wissen. Und was haben Sie dann so für Ansprüche an das Hotel, in dem Sie dann vielleicht wohnen? Gar kein Hotel. Am besten gar kein Hotel und wirklich dann back to basics. Ja, ich brauche dann ein paar Tage auch ohne Room Service, ohne Laundry Service, ohne fancy Dinners. Und, Apropos fancy, wie wichtig ist es für Sie auch, fancy Gäste zu haben, also Celebrities und sowas, ist das? Ich glaube, der Mix macht es dann tatsächlich aus. Ja. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass es ein Celebrity-Hotel wird. Es soll wirklich für jeden auch etwas dabei sein. Und jeder Mensch, der durch die Tür kommt, soll sich hier wohlfühlen. Ja gut, also dann können wir ja noch mal spannenderweise oben gehen. Sehr, sehr denn gerne. Da ist der Blick auch noch mal sensationell. Ja, da wir ja schon über mehrere USPs in Ihrem Haus gesprochen haben, fehlt natürlich Spa. Weil Spa ist natürlich auch etwas, was das Expansivste eigentlich in den Elementen, in den einzelnen Elementen des Hotels doch auch sind, oder? Mhm. Wie wichtig ist für Sie Spa? Also Spa möchte ich Ihnen tatsächlich nicht vorenthalten. Das ist über 2000 Quadratmeter groß. Eines der größten Hotelspas in Deutschland in der Tat. Auf zwei Etagen, auf Level 5 und 6.
verbunden durch einen dramatischen Treppenaufgang zum Pool, der 17 Meter lang ist und von einem wunderschönen Sonnendeck umgeben ist, das ca. 400 Quadratmeter groß ist, wo man dann auch mit diesem wunderschönen Wetter die Sonne genießen kann. Im Spa geht es um Wohlbefinden und auch hier wieder lokale und regionale Produkte, alle aus Deutschland. Und wir versuchen da wirklich auch Spa-Eigenschaften mit einfließen zu lassen, die so ein bisschen von den heutigen Menüs verschwunden sind. Zum Beispiel ein Natron-Socken-Verfahren, was die Gifte dem Körper auf natürliche Weise entzieht. Aha. Statt immer auf exotische, asiatische, vorzugsweise in vielen Hotels, Anwendungen zurückzugreifen, versuchen wir zu schauen, was ist vor der Haustür, was hat man in Bayern, in Deutschland vor 100 Jahren praktiziert, vor 50 Jahren praktiziert und was wird nicht mehr so oft angeboten. Aha. Ist das jetzt nur für Hotelgäste oder können das auch andere Menschen benutzen? Das können in der Tat auch andere Menschen benutzen. Aha. Gibt es diverse Spa-Memberships und auch Spa-Packages, die Sie für den Tag buchen können oder eine Mitgliedschaft für 6 oder 12 Monate. Ja. Es gibt sogenannte Zehnerkarten, die man sich aneignen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, ich meine, wenn man diesen Blick hier genießt und weiß, dass da hinten das Pool ist auf einer Höhe von 6. Stock ungefähr, ne? Dann weiß man, was man hier für einen Genuss zu erwarten hat. Mhm. Das ist wirklich was echt Besonderes. Wo ist jetzt in diesem Hotel so Ihre Lieblingsarea? Meine Lieblingsarea habe ich in der Tat noch nicht gefunden. Aha. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es entweder auf der 6. Etage in der Nähe des Pooldecks oder hier oben auf der 13. sein wird. Vor allem, wenn man mal wieder den Kopf freikriegen möchte. An so einem wunderschönen Tag wie heute, wenn man sich hier so ein bisschen zurückziehen kann, das ist schon nicht schlecht. Und vor allen Dingen, haben sich auch die richtige Jahreszeit ausgesucht. Ja. Ne? Jetzt kommt der Frühling. Absolut. Und, ja, da freuen wir uns auch sehr drauf, die Terrassen auch zu aktivieren, draußen, dass da Leben einkehrt in das Schwabinger Tor. Ja. Wie sind Sie so mit der Umgebung von Ihrem Hotel zufrieden? Sind noch nicht alle Läden mittlerweile besetzt? Mhm. Was wünschen Sie sich, wie sich das entwickelt? Also ich wünsche mir in der Tat, dass das ein lebendiges Quartier wird. Und ich hatte heute auch schon angesprochen, dass die Bauherren auch viel von anderen Fehlern, die in anderen Großstädten passiert sind, gelernt haben. Das Quartier ist zu allen Seiten offen und zugänglich. Ja. Und es sind auch Läden dabei, die jedermann ansprechen. Viel Restaurant, viel Entertainment. Die Gastronomen, die sich hier ansiedeln, sind angehalten, sonntags auch geöffnet zu haben, dass das Quartier am Wochenende nicht ausstirbt. Ganz wichtig. Wie in so vielen Orten das der Fall ist. Das war eben auch ganz gut, glaube ich, vom Mix her, nicht? Dass es also nicht nur Büros sind, sondern eben auch Wohnungen und Apartments. Haben Sie schon erste Reaktionen von der Politik bekommen? Von der lokalen Politik, die sich das doch bestimmt auch schon mal angeguckt hat? Richtig, jetzt hier? Ja. Also das Feedback war bisher sehr, sehr positiv. Ja. Und ich glaube, die freuen sich natürlich auch, dass so etwas im Norden der Stadt sich entwickelt hat und entwickeln wird. Und ich glaube, dass das dem Standort München auch sehr, sehr gut tun wird. Ja, mit Sicherheit. Also gerade hier auch der Münchner Norden. Nicht? Mhm. Also das ist nach der Allianz Arena und diesen beiden Zwillingstürmen ist das nächste architektonische Event, würde ich mal sagen, wenn man hier nach München reinkommt. Absolut. Ja, ist wirklich gelungen. Also das ist ja auch etwas, nach wie vielen Jahren würden Sie sagen, amortisiert sich sowas? Ist das vorhersehbar? Oh, das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass das sicherlich noch ein Jahr dauern wird, bis sich das Hotel gefunden hat und bis alle Abläufe einwandfrei funktionieren. Aber die Amortisation, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, da ist es noch viel zu früh. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass in Ihrem Konzern, wenn es dann heißt, wir wollen ein neues Hotel in München bauen, dass es dann mehrere Bewerber auch gibt, die gerne hier Hoteldirektor werden wollen würden. Warum sind Sie es geworden? Das kann ich Ihnen, glaube ich, gar nicht beantworten. Ja. Muss man da irgendwie, einen Wettbewerb bestreiten oder ist das etwas, wo man... Es gibt so eine Art internen Wettbewerb. Es gibt natürlich für einen Standort wie München, das sehen Sie schon ganz richtig, viele Bewerber. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass ich besser war als meine Kollegen, die den Job nicht bekommen haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Aufgabe erteilt bekommen habe, dieses Hotel zu eröffnen. Bin wahnsinnig stolz auf mein Team und was sie die letzten Monate, Wochen und Stunden auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich jetzt darauf, dass es losgeht und wir auch die Münchner herzlich willkommen heißen dürfen. Kennen Sie jeden aus diesem Team? Ja, ich habe auch alle selber interviewt. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich vergleiche das immer mit einer Familie, die ein Kind adoptiert. Mhm. Die sich diesen Prozess natürlich auch sehr, sehr gut überlegt. Ja, ja, klar. Und auch schaut, dass das Kind, was zur Familie kommt, auch zur Familie passt. Ja, ja, das ist ja ganz wichtig. Ja, ja, ja. Genau. Haben Sie da so, ich meine, man muss ja irgendwie ein Gefühl bei den Mitarbeitern auch entwickeln. Was ist Ihnen da besonders wichtig, wenn Sie so Interviews für so ein Haus führen? Welche Persönlichkeit passt? Also das Wichtigste für mich ist, dass das Herz am richtigen Fleck ist. Ja. Das ist schon mal am allerwichtigsten, weil das können wir nicht beeinflussen und auch nicht ändern. Mhm. Auf CVs und Diploma lege ich persönlich nicht sehr großen Wert. Es geht um den Mensch, wie er oder sie aufgewachsen ist, was die von zu Hause, von dem Elternhaus auch mitbekommen haben, mit auf den Weg bekommen haben, was sie für Talente verbergen, wie man da rankommt. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir da eine ganz, ganz tolle, unterschiedliche Truppe zusammengestellt haben. Also Herr Georgiou, ich kann Ihnen an dieser Stelle nur ganz viel Erfolg wünschen, aber ich glaube, das ist fast ein Selbstläufer, obwohl sich das jetzt zu einfach anhört, dafür arbeiten Sie zu hart, das ist mir schon klar. Aber es ist sensationell hier oben und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass es Ihnen gefällt. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.